Ist das geil, Alter. Hey, Beams, Einhorn. So, Freunde. Mister, ich nerv dich gern auch dreimal Fettbacke, hat's Prinzesschen entführt und wir als verantwortungsbewusster Onkel und nebenbei unheimlich gefürchteter, Kickboxer. Bring die Süße jetzt mal lieber nach Hause, bevor die Straßenlaternen angehen, ja? Also es ist prinzipiell hier wie bei Super Mario Land, nur ohne Latzhosen, Gott sei Dank. Und ich meine, wenn der Kerl darum bettelt, gefistet zu werden, ja, dann macht man das halt schnell. Da lasse ich mich doch nicht lumpen. Ich habe heute eh nichts mehr vor. Also, Freunde, würde ich sagen, bringen wir den alten Kahn hier mal einen Schuss. Und ja, ich spreche über das Boot hier, nicht über mich. Und dann werden wir mal gemeinsam dem frohlocken, was da kommen mag. Wo bist du, Mensch? Ja, die sind schon über alle Berge. Ich habe extra 10 Minuten gewartet. Ich wollte es halt ein bisschen spannender halten. Oh, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Schnellen Fußes waren sie ja nicht gerade unterwegs. Dude, ich glaube, der scheißt einfach darauf, was du sagst. Ja, der hat keinen Respekt. Was? Was, bitte? Nee, der ist nicht dran. Ich habe es hier wortwörtlich mit Harry Sunfdini habe ich es zu tun, ja? Ein Vernebelungskünstler. Du kommst ihm auf die Schliche und wusch, ist er weg. Ja, da machst du nichts. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt wäre so schön, wenn alle Monster sich entscheiden, sofort nach Hause zu gehen. Du hast eine extrem liebevolle Art, über dein Zuhause zu sprechen, mein Kumpel. Aber ich glaube, du bist von der ganzen Sache hier allmählich ausgebrannt, oder? Ich weiß, der war schrecklich. Muss erfahren sein. Ja, ja, das muss er. Ich habe genau gesehen, wo er hin ist. Mhm. Oh, sanft angelegt. Der Umwelt zuliebe den Motor ausgestellt und sich selber auf die Schulter geklopft. Du bleibst schön da, Süße, ja? Kann sein, dass ich dich noch gebrauchen kann. Und wenn die Dinge ganz schlecht laufen, ja, dann kann ich es auch einfach relativ schnell beenden. Aber Freunde, lasst uns mal bitte nicht den Teufel an die Wand malen, sondern lasst uns ihr Blut auf den Wänden verteilen. Ignoriert mich am besten einfach. Ein würziger Schabensalat. Schmeckt am besten mit Quark. Okay, das kann man anzweifeln. Eine verborgene Hütte im Wald. Wer wohnt denn hier alles, sagt mal. Der Sumpf beherbergt 10.000 Einwohner übrigens. Die haben auch schon mal bessere Zeiten gesehen, aber immerhin, es gibt sie noch. Oh, und da wir jetzt so viel geschafft haben, können wir hier auch mal dezent abspeichern. So eine Schrotflinte wäre nebenbei auch noch ein nettes Spiel, falls ich mir mal die Bemerkung erlauben darf. So. Alles klar. Schalten Sie Ihren PC nicht aus. Das hatte ich eigentlich gerade nicht vor. Eigentlich möchte ich gerade weiterspielen. Ach, Leute, ich sehe schon, worauf das hinausführt. Geht doch nichts über ein entspanntes Bad. Umdreh! Du bist der König der Meme-Imitation. Ich liebe dich, Ali. Ist das ein Stofftier von Zoe? Das ist definitiv kein Stofftier. Aber Leute, ich habe da gerade was gefunden, was uns da schnelle Abhilfe verschaffen könnte. Bäh! Ja, ich weiß. Es ist ein fürchterlicher Tag. Frag doch mal mich. Können wir dem entgehen? Wir können hier erstmal offensichtlich den Kühlschrank plündern. Für Leckereien bin ich mir ja nie zu schade. Da ist mir aber sowieso gerade ein bisschen der Appetit vergangen. Aber man kann ja mal nachgucken, ja? Man darf ja sich keine Chancen verbauen, oder? Deswegen mache ich mir jetzt hier auch an, der Mikrowelle zu schaffen. Oh, Flusskrebs. Köstlich. Erstmal eine Saftgemade. Alles andere wäre auch schade. Bäm! Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Kumpel. Das ist mein Fluss. Meier! Ciao, Bella. Darf ich die Kiste bitte haben? Ich weiß nicht, wer die hier abgestellt hat, aber ich bin ihm wahrscheinlich zu ewigem Dank verpflichtet. Ich muss tatsächlich ein wenig aufpassen, oder? Naja, ich doch nicht. Ja. Der kann es neben mir beißen und blubbern. Das macht alles gar nicht. Macht das. Hilfe! Mama! Du kleiner Frechdachs! War das wirklich nötig? Ach, come on! Zum Glück habe ich diverse Krustentiere mir einverleibt.
Beziehungsweise eingesteckt, einverleiben muss ich sie noch. Ach, come on. Ach, come on. Ich hab keinen Zauberstab mehr. Ach, ja, okay, ich glaube. Mich dürstet jetzt ein wenig nach Arznei. Das wirst du nicht wagen, Kumpel. Das wirst du nicht wagen. Verpiss dich. Dankeschön. Die hören auf mich, Freunde. Ich bin der King of the motherfucking Jungle hier, oder? Oh, rechts oder links? Ich darf ja eigentlich keinen Weg auslassen, sonst könnte ich so eine Puppe irgendwie verpassen. Und ihr wisst ja, ich sammle die Scheiße hier. Hängt da eine? Nee, da hängt nichts, oder? Wenn, dann dürft ihr mich gerne schlagen. Dann ist es wohl doch lieber der andere Weg. Warum ist da nichts? Es kann doch nicht sein, dass man dann hier hinkommt und hier ist nichts. Das ist nie bei Resident Evil so, oder? Ach, fuck it. Ich gehe einfach... Schneid mal alles raus. Passt schon. Bleiben mir so diverse Peinlichkeiten erspart. Hallo? Beams. Haben Sie eventuell ein Minütchen mit mir über Ihren Herrn und Erlöser zu reden? Ich glaube, Sie haben schnell die Flucht ergriffen. Würde ich wahrscheinlich auch in Ihrem Falle. So. Oh, was haben wir denn hier? Pfahlbombe, Junge. Aus ganz alten Zeiten. Ist hier irgendeine kleine Überraschung für mich versteckt? Nee, leider nicht. Ich habe erst 4 Puppen gefunden. Willst du mich komplett rollen oder was? Ey, ich habe mir so Mühe gegeben, ja? Mein Gott. Und so wird's dir wieder gedankt. Da auf eine Flasche Ketchup. Kommen mir vor wie bei meinem ersten SeaWorld-Besuch, Freunde. Damals waren allerdings noch nicht ganz so viele Zähne am Start, ja? Die Zeiten haben sich geändert. Und ich versichere euch, es wird der Tag kommen, an dem ich mit Krokodilen in die Schlacht reiten werde. Dafür muss ich nur noch ein bisschen XP sammeln. Oh. Bist du mit deinem Stöckelschuh hängen geblieben, oder was? Junge, was ist denn, Mann, los mit dir? Oh, grüß dich. Meine Fäuste würden gerne dein Gesicht heiraten. Dürfen die Braut jetzt küssen? Ja, ich weiß, es ist scheußlich. Easy. Habt ihr das gesehen? Gab's irgendwelche Zuschauer? Hab ich das gut gemacht? Oh, Leute. Darauf gönnt man sich doch einen saftigen Ast, oder? Zum drauf rumkauen. Oh, na ihr Süßen. Ach so, du hast deine Kumpels mitgebracht. Versteh schon. Na gut, dann kriegt er halt eben alle einen auf die Mütze. Passt schon. Oh, na, willst du baden gehen? Du stinkst sowieso ein bisschen. Jetzt ist es auf jeden Fall mal nötig. Ach, schlaf doch nicht nach mir, ihr kleinen Frechdachse. Was soll denn das? Da stand ich vor 5 Minuten. Solltest eventuell an deiner Geschwindigkeit arbeiten, mein Bruder. Wow, synchron. Habt ihr das einstudiert oder was? Ich bin wirklich extrem beeindruckt von euch. Warte mal, bitte hör doch mal auf, nach mir zu schlagen. Ich bin doch gerade beschäftigt, das siehst du doch. Ja, und du, willst du auch eine Packung? Brauchst mir nicht deinen Mund ins Gesicht drücken. Hast einen relativ schlechten Atem. Hab ich letztens schon deiner Freundin gesagt, die hat dich verteidigt. Da habe ich sie umgeboxt. So, das wäre geklärt. Noch irgendwer, der sich von der Decke auf mich stürzen will? Ihr solltet euch mal wirklich eine Freundin besorgen. Ich habe nämlich gerade eben nur gescherzt. Das war ein kleiner Witz. Ich habe nicht deine Freundin vermöbelt, sondern deine Mutter. So, neues Areal ist da, Leute. Und du? Wieso hätte ich ihn hier nicht... Ach so, wegen dem Zaun. Ja, klar. Der Zaun. Natürlich. Ja. Also, Stahlbetontüren halten mich nicht auf. Ja, aber so ein kleiner Holzzaun, der... Machst du halt nichts, ne? Hast du keine Chance. Das musst du einfach mal akzeptieren. Oh, guck mal da, Leute. Die Vorratsinsel. Soll ich da mal aufsteigen auf jeden Fall? Moment mal. Das kriegen wir hin. Da hole ich mir jetzt meinen Verdienst ab. Na, ihr werdet mir jetzt ja bitte nicht dazwischen bogen. Du auch nicht, bitte. Halte dich zurück. Warte mal, du kriegst gleich deine Portion ab. Du kriegst gleich das, was dir gebührt. Oh ja, gimme. Mann, hier, Boxerpuppe. Noch eine Boxerpuppe. Mein Gott. Es wird mir langsam ein bisschen zu voll in meinen Taschen. Mir ein wenig zu viel hier. So. Ich würde gerne nichts an dir verschwenden, wenn ich irgendwie die Wahl hätte. Ich weiß nicht, ob ich mir das aussuchen kann. Oh doch, ich kann... Ich kann einfach den anderen Weg gehen. Easy. Also mich mit euch Deppen nicht rumschlagen. Macht's gut. Viel Spaß noch. Grüßt eure Brüder und Schwestern von mir. Die habe ich da vorne hinterlassen. Eignet sich auch ganz gut als Frühstück. Oh, hi! Na, mit dir habe ich jetzt aber nicht gerechnet, Herzchen. Warte mal.
Nein. Ach, ich hab ein bisschen zu lange in meinen Taschen rumgekramt. Doch, ich wollte für dich was ganz Besonderes aufheben. Aber das ist gar nicht nötig, weil du ein fucking Lauch bist, ey. Hab ich mal gar nicht gedacht. So, darauf ein Gönnerling, oder? Wo haben wir denn hier was Schönes für mich? Für den kleinen Hunger brauche ich was. Hier, die Tier, ja. Zerrst hier rein. Hallo, ist jemand zu Hause? Du kannst dich nicht verstecken. Ich komme jetzt rein. Ich komme schon. Schleichangriff, Leute. Schleichangriff. Das hat er nicht mitgekriegt. Das ist dumm. Okay. Ich habe ihn, glaube ich, vor dem Frühstück erwischt. Ja, deswegen war er noch leicht benebelt. Ach, hi. Eine Freude, dich zu sehen. Wo ist denn das? Wo sind denn hier meine Speere, mein Gott? Bam! Oh, jetzt hat das endlich mal geklappt. Ich habe das mit der Tastenbelegung noch nicht raus. Hast du es gemerkt? Ich hoffe, da hat niemand zugesehen. Oh, was haben wir hier noch Schönes? Ach, eine Bobsklaw-Puppe. Ganz was Neues. Oh, na, mein Schöner. Hast du das Spektakel miterlebt? Ja, dann weißt du ja, was dir blüht, oder? Lass dir das vielleicht nochmal alles durch den Kopf gehen. Genau wie meine Faust. Du warst ja relativ unspektakulär. Oder wie das Wort heißt. Jedenfalls das, was du warst, ne? Au! Da ramme ich mir doch diverse Splitter. Wer hat denn das hier so stümperhaft zusammengeschustert? Das ist doch keine wirkliche traditionelle Handwerkskunst hier. Ich dachte, ich bin hier in Deutschland. Ich dachte, ihr herrscht noch Zucht und Ordnung, Freunde. Aber nee, das ist alles das nicht mehr das, was es mal war. Der Weg ist gepflastert mit Loot. Darauf eine Flasche Ketchup. Oder so. Ja, ich sehe dich da schon. Du machst da ordentlich in den Fluss rein, ne? Weißt du, wer das wieder aufräumt? Du. Da stehe ich übrigens nicht. Aber netter Versuch. Netter Versuch. Oh, der hat die Salve nicht abbekommen. Oh, ciao. Ich muss mal kurz baden. Sorry, ich habe dich berührt und wir waren mal eben nach Duschen zumute. Ich hoffe, das Ganze nachvollziehen. Auf hier rumzurülpsen, ey. Keine Manieren. Was ist denn das? Das ist alles verkommen hier. Ja, weißt du, da ist doch Papa einmal unterwegs und schon ist alle Disziplin verloren. Na gut, dann gibt's das eben auf die körperliche Art und Weise, ne? Müssen wir eben diese Erziehungsmethoden rausgraben. Ja, ihr habt euch das alles selber zuzuschreiben. Ja, jetzt guckt nicht so dämlich. Vielleicht sonst guckt doch gar nicht mehr. Warte mal. So, jetzt bist du dran. Ja, eins nach dem anderen hier. Einer nach dem anderen. So. Fröhliches Duschen. Nee, ich hätte ihn runterrollen lassen. Das wäre lustig gewesen. Schade eigentlich. Ich hab's versaut. Alter, Speere en masse, Freunde. Kann ich gar nicht mehr retten vor lauter Wurfsperren hier. Oh. Warum falle ich denn eigentlich immer runter? Meine Schuhe irgendwie rutschig? Habe ich kein Profil mehr oder was? Oh mein Gott. Psst. Nein, kein Leckerchen für dich. Ich kann dir so einen Tausendfüßler abgeben oder so. Okay. Das hätten wir erledigt. Oh, was? 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 Ebims, ein Einhorn. Wow, der hat gesessen. Piss dich. Du auch. Alle, die ihr da steht. Ihr allen Lämmerlappen. Lederlappen. Oh, hier. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Oh, ach, mein kleines Sommerröschen. Na, da bist du ja wieder. Ja, siehst wirklich besser aus. Ein bisschen Schminke hätte es auch getan, wahrscheinlich. Moment mal. Nicht erledigen wir ja. Auf gar keine Tour. Alles klar. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ihr haltet jetzt bitte euren Sabbel. Nein, ihr werdet das nicht tun. Ah, verdammte Axt. Au. Oh Gott. Okay. Und eins für den Onkel Doktor. So, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Weißt du? Oh, das juckt dich nicht, ne? Okay, aber juckt dich das? Mich juckt's. In den Fäusten. Ja, genau. Und so weiter. So, dann darf ich jetzt bitte hier die Kiste haben oder will noch jemand mir meinen Tag versüßen? Dankeschön. Wahnsinn, ey. Was ist denn das hier?
Was ist denn das hier? Der Snuselraum oder was? Oh ja, ich spüre schon die Entspannung. Ich bin eigentlich nicht zum Eierschaukeln hier, aber gut. Danke dafür. Ja. Man weiß ja immer nicht, wie sich so seine Gäste fühlen. Deswegen hat man gleich mal ordentliche Vorbereitungen getroffen. Oh, was haben wir hier noch Schönes? Ein schmackhaftes Gönnerchen. Oh, sorry, ich weiß, ich wollte anklopfen, ja. Ich wollte gerade mal höflich sein. Gimme, gimme. Jetzt speichern ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Ich will da nicht doch 3000 Mal runterfallen. Hab ich eigentlich nicht vor, wenn ich ehrlich bin. Aber ich mach das gut, ne? Das könnt ihr doch schon mal zugeben, oder? Bitte, gebt's zu. Oh Gott. Ist das hier die Ruhe vor dem Sturm? Kann ich hier mal hier noch ordentlich den Band vollschlagen? Oder wie sieht es hier aus? Wie viel Medizin habe ich denn eigentlich noch? Noch 2. Ach, easy. Da kann ich noch den ganzen Sumpf abholzen hier. Oh. Die andere Frage ist natürlich, was ein Friedhof hier mitten im Moloch macht. Also, wenn du da mal die Oma besuchen willst, da hast du es aber ein bisschen schwer. Aber man muss es ja den Leuten noch nicht unbedingt so einfach machen. Ja, kommt ruhig raus. Ich weiß sowieso schon, dass ihr da seid. Ich sehe schon hier eure kleinen Häufchen, die ihr hinterlassen habt. Aber das Loot gehört mir. Oh, wir haben 3 Arzneimittel. Ich korrigiere. Ihr könnt jetzt kommen. Ich bin bereit. Nicht? Okay. Passt. Nehme ich auch gerne dankend an. Mama wäre stolz auf mich. Och, da seid ihr ja schon. Schön. Oh, das kleine Leckermäulchen, Alter. Hallo. Bäm, Junge. Gib mir das. Nein, ich will das haben. Das ist doch noch gut. Das ist doch noch verwendbar. Ach, come on. Wie komme ich denn da an dem Türsteher vorbei? Das ist echt ein härterer Brocken, glaube ich, als hier. Spargel-Tarzähne. Tarzans. Das ist eigentlich die Mehrzahl von Tarzan. Ich weiß es nicht. Okay. Können wir bitte mal kurz über die Strategie reden? Wie mache ich das jetzt am besten? Aber du kommst um die Ecke und ich schlag dir überraschend in den Nacken, oder? Machen wir das so? Gut, pass auf. Oh! wow. Ich wollte gerade sagen, ich war gerade voll sprachlos, ey. Ich wollte gerade sagen, du hast aber ein effektives Fitnessprogramm, mein Lieber. Und dann kam der Wanst. Dann kam der Wanst um die Ecke. Nicht meine Faust. Du, willst du mal einen Witz hören? Chuck Norris. Das beeindruckt den nicht, ne? Das fand der, glaube ich, nicht so lustig. Au. Du bist aber ein hundsgemeiner Kerl. Ich weiß, was passiert. Oh, es passiert noch nichts. Der will noch was. Der hat noch nicht genug. Der kann den Hals gar nicht vollkriegen. Naja, so siehst du aus. Sag mal, bleibst du jetzt mal langsam liegen? Was? Alter Schwede. Ein Kotzbrocken, Mann. Okay, das wäre erledigt. Nächster. Den nächsten bitte. Freiwillige vor. Ich mag diese Tür nicht. Warum? Was soll das? Künstliche Gameplay-Verlängerung. Oh, Freunde, da kann ich hier gleich mal alle meine Sünden beichten. Da komme ich in 12 Jahren, glaube ich, nicht mehr raus. Es hat sich einiges zusammengesammelt über die Zeit. Hallo? Ich rieche eine Falle. Mein Schnüffelnäschen hat mich noch nie enttäuscht. Danke sehr. Ich fühle mich in deinem Hause sehr willkommen. Das ist ein verdammter Sakrileg. Oh Gott, ja. Ich hab's doch gewusst, das wirst du nicht wagen. Ich hab den jetzt 5-mal verdroschen. Wie viel will der eigentlich noch, sag mal? Jack! Ach was, Jack? Was? Ich hab den nicht nur 5-mal verdroschen, ich hab den schon 12-mal im Hauptspiel ermordet. Aber es gut sieht er aus, oder? Ist ein richtiger Prachtbursche. Was? Nee. Ich weiß, es ist just a prank, aber köpfert das bitte heute nicht. Es ist ein ganz schlechter Tag dafür. Erkennst du deinen Bruder nicht mehr? Ja, ich weiß, ich hatte früher keinen Bart, aber Jake, ich bin's. Joey, der kleine Joey. Ich möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden, bitte. Lass mich hier raus. Bin Familie.
Ja, ja, also, man muss sich auch manchmal ein bisschen kurz fassen, ja. Zeit ist rar gesät. Und im Erwachsenenalter ist jede Zeit Geld. Luft wäre jetzt auch ganz schön. Aber ich schätze mal, hier ist es noch nicht vorbei, oder? Wir haben überlebt. Aber wir haben das Survival-Training mit Auszeichnung abgeschlossen. Sag ich doch. Sag ich doch. Komm, mach dich hoch. Ja, Mist, das kannst du laut sagen. Mensch, Jackie Boy. Ja, ja, dein Bruderherz hat sich ein bisschen gehen lassen. Oh, what the fuck, was? Sind wir hier den Grabräubern auf die Schliche gekommen? Oder gibt es noch diverse andere Brüder, von denen ich wissen soll? Die haben das alle schon versucht, ja. Und ich darf ihre Geschichte jetzt fortsetzen. Na, okay. Machen wir so. Unbekannte Biowaffe? Wie nennst du meinen Bruder? Bakerhaus-Captain. Hier! Hallo! Ich möchte jetzt abgeholt werden. Okay, bye. Er stirbt nicht. Ich habe das schon 12 Mal probiert, glaub mir. Ne, 17 Mal. Mich geirrt. Na dann mal los. Ach, alles klar. Was machen wir? Machen wir mal das, oder? Machen wir mal das. Was ein Stress, das Spiel, oder? Was ein Stress. Jetzt muss ich zu den Bakers, ja? Oh mein Gott. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dieses Haus nie wieder in meinem Leben betreten zu müssen. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne? Aber sie stirbt. Oh, sorry. Oh Mann, ja, hi, ach, grüßt euch. Ach, schön, euch zu sehen, ne? Das hat man ja noch... Oh, das hat man ja noch gar nicht heute. Ihr habt alle eure Freunde mitgebracht. Okay, okay, okay. Wait, wo ist mein Zeug? Wo ist meine Ausrüstung? Und wozu habe ich das alles gespart? Sag mal! Bin ich richtig sauer! Oh. Okay, kommt her, Gruppenkuscheln. Bim! Bim! Boom! Bam! Puff! Pow! Kavusch! Zonk! Au! Oder auch so. Ah, ich habe schon einige davon euch erledigt, ne? Ich hab schon einiges geschafft heute. Ihr werdet mir den Tag nicht mehr versauen. Au, das tut vielleicht mal weh. Kotzbrocken, ey. Ich glaube, das sind mir ein bisschen zu viele hier gerade. Locken, Sef. Locken. Wartet mal. Ich muss mir einen Wurm reinpfeifen. Ich kann auch weglaufen. Was macht dann da? Ihr seid einfach viel zu langsam, ihr kleinen Schnecken. Eww. Eww. Beschäftige mich jetzt mal nicht weiter mit denen. Was? Mit bloßen Händen lässt sich das nicht zerstören. Ach, als ob mich das aufhalten würde. Come on. Come on, ey. Und da geht euer Bruder. Au. Mein Bruder ist nämlich schon gegangen. Diverse Male. Oh, jetzt. Nerv doch mal nicht. Und die nächste Salve. Und noch eine. Und wieder. Oh Gott. Oh, ihr seid... Oh, keine Arme, keine Kekse, mein Lieber. Das hat ein bisschen gezwickt im Unterleib. Aber nicht in meinem. Meiner ist noch voll funktionsfähig. Ja, möchte man gar nicht glauben. Das Ding arbeitet wie geschmiert. Sieht zwar aus wie ein Tic-Tac, funktioniert wie eine Nähmaschine. Aber ich möchte nicht drüber reden. Ja, was macht man da jetzt? Oh, hier. Was zur Hölle ist das? Weihnachten ist heute vorverlegt worden, habe ich gehört. Was ist das denn Geiles, Alter? Oh, das klingt gut. Das ist Musik in meinen Ohren. Kräftiger linker Schlag. Ist das geil, Alter. Soll ich nochmal den Chuck Norris mitbringen? Ich bin übelst OP gleich. Geil. Sie haben keine Chance mehr. Kommt mal her, Schätzchen. Vollständig geladen. Super. Vollständig eliminiert, würde ich dazu sagen. Hallo. Geil.
Geil! Ich werde gleich disqualifiziert. Das ist unfair. Oh, das, ja, Mist. Ich muss noch was anderes finden. So, für den anderen Arm wäre so ein Ding auch geil, oder? Oh, yes, Baby. Wow, der nimmt den künftigen Tod seines Bruders aber auch sehr leicht auf die Schultern, oder? Interessant. Dem macht so schnell nichts Angst. Oh, wisst ihr, wo wir sind? Wisst ihr, wo wir zur Hölle sind? Ich freue mich aber, hier zu sein. Ich meine, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt ein nostalgischer Ort, aber fühlt sich gut an, ey. Guck mal an. Ethan hat ja seine Spuren hinterlassen. Hier habe ich mich verkrümelt vor Margarete, ey. Geilomatico. Was haben wir denn hier noch? Oh ja. Eine Snack-Überraschung. Wunderbärchen. Jack, ich komme dir auf die Schliche und ich werde unautorisiert dein Schlafzimmer betreten. Darauf kannst du Gift nehmen. Bäm. Und dabei werde ich keine Gefangenen machen. Die werden mich niemals aufhalten. Niemals. Es macht übel Spaß. Das ist übel geil. Das ist so geil, ey. Das ist der absolute Hammer, das Ding. Oh, der Weihnachtsmann. Für Arme. Ein Kostüm konnte er sich nicht mehr leisten. Aber die Performance war recht passabel, möchte ich meinen. Das juckt den nicht. Das schert ihn überhaupt nicht. Dass sein Kumpel da gerade richtig easy zermatscht wurde. Da kennt der nix. So. Oh, eine wahre Freude ist das. Warte mal. Lass mich mal schauen, was das Ding hier kann. Bäm! Okay. Darf ich bitte die verbesserte Edition davon haben? Den Advanced-Handschuh? Ich glaube, der ist jetzt vonnöten. Ach, hör doch mal auf, dein widerliches Zeug da. Das zähl ich alles deiner Mutter. Entschuldige bitte. Oh, hier! Nice, eine Champion-Puppe. Oh, jetzt sollen sie kommen. Jetzt sollen sie alle kommen. Wie komme ich denn jetzt da... Soll ich da runter? Echt jetzt? Nee. Das Spiel lässt mich nicht. Ich meine, es ist eigentlich relativ offensichtlich. Oder was hat man hier noch? Mal irgendwas? Auch so geschmolzene Kerzen? Die passen jetzt nicht noch in meine Taschen. Oh, yeah. Oh, Mann. Ich erinnere mich. Da kommen die alten Gefühle wieder hoch. Ich doch nicht. Wir schleichen uns ganz sneaky ran. Wir sind auch überhaupt nicht auffällig mit unserer 2 Meter Körpergröße hier. Oh, hi. Was habt ihr denn hier gemacht, sag mal? Verdammt, was ist hier passiert? Ja, Campingausflug gone wrong, würde ich sagen. Die verdienen keine Pfadfinderabzeichen. Verlorenes Inventar wurde in die Inventarbox gelegt. Yes, Baby! Heute ist tatsächlich Weihnachten. Oh, 12 Boxerpuppen. Ja, gimme. Erste Hilfe, Arznei, gib mir auf jeden Fall alles. Joes Überlebensanleitung. Metallschrott. Die Frage ist, habe ich genug Äste? Ne, 2 Äste haben wir immerhin. Da können wir ordentlich aufstocken, Freunde. Metallschrott, bisschen flüssige Chemikalie, Pfahlbombe, Getier. Gib mir einfach alles. Ich will alles gerne mitnehmen. Dankeschön. Ja, ich bin heute mal nicht gierig. So, mal hier noch ein bisschen davon. Oh, ja. Ich weiß, der hat sich da schon gemütlich gemacht. Aber ich muss die traute Zweisamkeit mal beenden. Wir haben die Gewebeproben analysiert, von denen wir annehmen, dass sie von Jack Baker stammen. Die Zellen zeigen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen physische und chemische Schäden. Als E-Serie Mutamycet sondert ein Telomerase-ähnliches Enzym durch die Zellwand ab, wodurch eine anormale Aktivierung des ERK-Wegs ausgelöst wird, die eine Zellspaltung erzwingt und so beschädigtes Gewebe generiert. Interessant. Jedoch führt die wiederholte Zellabteilung rasch zu einer Auflösung der Interstoffe. Man beachte auch, dass die Proben von anderen Familienmitgliedern, Ehefrau Margaret, Sohn Lukas und Tochter Zoe, nicht dieselben extrem regenerativen Eigenschaften aufweisen. Die Symptome unterscheiden sich womöglich von Person zu Person. Weitere Forschung ist vonnöten. So viel zu dem Nerd-Part von heute Abend.
Was haben wir hier noch? Produktbezeichnung. Produkt wurde entwickelt, um Transport von schweren Geräten Vorrichten zu erleichtern. Nervenimpulse des Trägers, maximale Blablabla, Rückstoß auf Null und so weiter und so fort. Dankeschön. Gut. Hätten wir das geklärt. So, das können wir jetzt einfallen in sein Zuhause. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ich meine, die Jungs haben ja schon einiges vorbereitet, oder? Apropos Lucas. Was ist eigentlich mit dem geschehen? Da habt ihr mir ja fresh den Zugang verbaut, um das selber rauszufinden. Danke sehr. Ich lobe euch nie wieder. Wow, das ist fancy. Wart's nur ab, Jack. Warum haben... Zoe, kommt mit mir. Warum haben die hier ein Zelt hingebaut? Falls es regnet oder was? Ach komm. Der steht doch gleich wieder hinter. Das hat er schon mal gemacht, ja? Das macht er... Das zieht er jetzt öfters ab. Wisst ihr was? Ich rüste mich hier mal noch dezent aus. So, mal noch ein paar Wurfsperre kombiniert. Äste kann ich auch mit Medizin kombinieren. Interessant. Oder ist es einfach irgendwie allgemein, was man so kombinieren kann? So, 5 Wurfsperre, 3-mal, glaube ich, Erste-Hilfe-Arznei. Und das ist... Ist es das gleiche oder ist das so eine starke? Ich weiß es nicht ganz. So. Oh ja, ach so, wir können die Chemikalien mit den Würmern verbinden. Das ist fancy. Das machen wir doch gleich mal. Ich, ahne nämlich einen Bosskampf hier gerade irgendwie. Und mit dieser Vorahnung bin ich höchstwahrscheinlich nicht alleine. So. Haben wir gut gemacht, oder? Ich glaube, es ist nichts weiter, was wir machen können. Leuchtstab, aber die können wir uns in den Hintern schieben. Damit, ach so, nee, das ist die Arznei. Okay, alles klar. Ich habe nichts gesagt. So, ist da hinten noch irgendwie Medizin? Ja, das nehme ich gleich mal noch. Hier, die ganzen Bottich. Zerhinter die Limo. Alles klar. Gut so, hey, dann können wir dich jetzt mal retten. Oder wir können auch noch ein kleines Pläuschen halten. Sorry, wach auf! Ach komm, das... Oh. Na? Ja, war nicht zu erwarten. Oh, das... Räumt das sofort wieder weg, du Frischchen. Darf ich das in seinen Hintern setzen? Erzünden. Oh, hab ich gut gemacht, ne? Hab ich getroffen. Soll ich dir mal zeigen, was trifft? Triple U. What the fuck? Er geht zum Fasching als Igel. Und er ist sehr authentisch, möchte ich hinzufügen. Oh, nicht getroffen, Schätzchen. Warte mal, ich kann den hier. Bam. Deine Love. Oh, Alter, er hat auch so... er hat auch sowas. Das ist auch viel schicker als meins. Was ist das hier? Darf ich mir das mal ausleihen? Ich meine, du bist ja eh ein bisschen hier mit Fasching beschäftigt, oder? Wie darf ich das verstehen? Hilfe, Hilfe. Er ist richtig zornig. Er ist richtig sauer. Er hat seinen Bruder nicht mehr lieb. Au. Jetzt. Direkt in den Arsch. Direkt in den Arsch. Oder in den Hodensack. Das zeigt auch generell mal ganz gut seine Wirkung. Jetzt. Hätte ich beispielsweise eine Bombe setzen können. Weißt du noch, wie ich dir als Kind die Nase gebrochen habe? Weißt du noch, wie ich dich in den Sumpf geschmissen habe? Und dann wunderst du dich, dass sowas aus deinem Bruder wird? Ernsthaft? Ich meine, ich würde mir diese Fragen nicht stellen. Ja. Au. Okay, der ist fies, der ist fies. Ich brauche keine Arznei. Ne? Sagt dir das nicht auch was über deine Fähigkeiten, Jackie Boy? Sagt dir das nicht was? Komm, wir lassen die alten Zeiten mal wieder aufleben, oder? Ah, das habe ich kommen sehen. Hast ein bisschen zu lange Vorbereitungszeit gebraucht. Boom, apropos Vorbereitungszeit. In meinem Falle lohnt sie sich. Nein. Ich stehe da nicht. Jetzt. Direkt in die Niere. Oder in die Milz. Oder was auch immer. Ich glaube, das ist eh alles eins. Das macht keinen Unterschied. Jetzt. Bäm. Der hat gesessen. Au. Nein. Nein, der finisht mich. Oder ich finische ihn. Aber eigentlich macht das richtig super. Oder auch nicht. Ich weiß gerade nicht, wer wen im Griff hatte. Aber es verspricht doch spannend zu werden. Ja, das Spiel hält sich alles offen. Au. Hau vielleicht doch mal Arznei hier gerade. Jawohl. Vorsicht, das rostet doch. Was machst denn du auch?
Nein, das musst du nicht tun. Das hält ihn, das juckt ihn gar nicht. Das hält ihn einfach mal nicht auf. Verdammt, hätte ich doch nur meine Bombe noch. Das habe ich dezent versaut. Ich dachte, die würde an ihm haften. Die hatte da so coole Stacheln dran. Aber ich habe mich getäuscht. Ja, die Technik von heute ist nicht mehr das, was sie mal war. Nein, 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 nein. Oh, daneben, Sackgesicht. Können wir das jetzt hier endlich mal beenden? Vielleicht sind auch noch ein paar Soldaten in der Nähe, die mir helfen. Okay, nee, ich schaffe das schon alleine. Verschwindet. Ich durfte gerne zusehen, wie der Meister es macht. Der hat gesessen. Wir sehen uns dann im nächsten DLC, Bruderherz. Oberaffen geil. Ja, also die Gute wurde hier ein bisschen durch den Raum katapultiert. Sorry, das war nie mit Absicht. Ich wollte ihn nicht provozieren. Doch, wollte ich. Gleich geht's dir besser. Ja, das weiß ich noch nicht. Der hat da bestimmt wieder ein Stück genippt von, oder? Zoe! Wach auf, Zoe! Oh, es funktioniert, was? Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Alter. Du bist der Cyborg. Stehen bleiben! Die Hände hoch! Ich war das nicht mit euren Kumpels da draußen. Schwör. Waffen runter! Waffen runter! Ist okay. Sie sind wohl Zoe Becker. Wer fragt? Ja, ich sitze ja auch noch. Chris Redfield. Wir haben nach Ihnen gesucht. Wir helfen. Echt? Stirbt sie nicht? What? Kriegen wir echt ein gutes Ende für Zoe raus, oder? Das ist noch nicht alles. Irgendwas funktioniert hier nicht. Ihnen wird es gut gehen. Die sagen das schon so. Ich war 3 Jahre mit diesen Monstern eingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Gern geschehen. Hör mal. Tief im Innern waren sie noch deine Familie, die dich liebt. Besonders dein Daddy. Ach komm, ja, dein Daddy. An letzten Tagen. Ich habe die Nächstenliebe für mich gespürt. Richtig herzenswarm, wir der Gute. Taffes Mädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte Sie sprechen. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Du hast mich nicht vergessen. Ich sagte, ich schicke Hilfe. Ach. Und ich halte meine Versprechen. So ein guter Junge. Danke, Ethan. Ich glaub das nicht. Was? Wir haben tatsächlich ein gutes Zoe-Ende? Ich habe zum Anfang an vollkommen gedacht, also ich war vollständig Überzeugung, dass sie stirbt. Das lief ja auch irgendwie alles darauf hinaus. Es heißt ja auch Zoes Ende, aber gut, Ende der Story dann im Endeffekt. Ach, das ist interessant. Krass, Schläge ausgeteilt, 593, ja, da geht aber noch was. Oder Schleichangriffe 5. Ich hab's nicht so, ja. Ich fall lieber mit der Tür ins Haus. Ja, okay, liebe Leute. Sehr, 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 sehr schön. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr noch was gekriegt hätten, wenn wir alle Puppen eingesammelt hätten. Das haben wir vermutlich nicht. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spaßiges Erlebnis. Ich habe das DLC hier gerade richtig gefeiert. Not a Hero haben wir noch offen. Kein Held. Eine Story um Chris Redfield, glaube ich. Zumindest ist der da auf dem Cover. Werden wir uns demnächst wieder reinziehen. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr das sehen wollt. Mir hat es super Fun gemacht. Ich feiere das Spiel nach wie vor. Auch die DLCs sind super. Sind auch nicht zu lang. Nur ein bisschen so ein Story-Hauch und ein bisschen Action ist eigentlich genau das Richtige. Ich hoffe mal, ihr seid der gleichen Überzeugung. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.